In der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten sind derzeit nur noch zwischen 300 und 350 Flüchtlinge untergebracht. Derzeit vor allem Familien, die die Kinderbetreuung schätzen. In den Hochzeiten der Flüchtlingswelle 2015 bot die ehemalige Zollernalbkaserne bis zu 3500 Geflüchteten eine erste Unterkunft. Die Einrichtung, die ursprünglich nur auf 1000 bis 1500 Bewohner konzipiert war, war damals hoffnungslos überbelastet. Um die Überbelastung zu stemmen, halfen damals bis zu 100 ehrenamtliche Helfer mit. Ende des Jahres wird die Lea dann endgültig geschlossen.